da keine Angst. Ich mache nur Preiskontrolle. Geübt ist geübt, ne? Wo waren wir denn? Fertig, 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 fertig. Auf dem Bett, da steht ein Reddick, fertig. Der Überlebende von Augusta ist tot. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Synths. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen Missionen, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Ich habe ein paar Gen 1 für Unterschlupf Randolph erledigt. Randolph ist noch in Betrieb. Endlich mal gute Neuigkeiten. Wir dachten, dass es die bei der Switchboard-Katastrophe ebenfalls erwischt hätte. Aber Randolph war zu lange ohne Lebenszeichen. Wir sollten direkten Kontakt mit ihnen aufnehmen. Wäre zu riskant. Das alles könnte eine Falle des Instituts sein. Wir gehen es also lieber langsam und sicher an. Wir helfen ihnen und kaufen uns somit Zeit, um herauszufinden, ob das wirklich unsere Leute sind. Unsere Kommunikation mit Randolph wird ausschließlich mit Hilfe eines toten Briefkastens stattfinden. Schau regelmäßig bei Trommler vorbei. Er koordiniert die toten Briefkästen für uns. Danke. Jo, bitte. Was mit dir? Hey. Mila überträgt eine Menge Informationen. Auf den ersten Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys. Falls du Zeit hast. Gott verdammt. Augusta zu verlieren ist ein schwerer Schlag. Steinfeld, ich weiß. Genau, Butter Lady. Der Bote sollte jetzt das Versteck erreichen können. Modell um neue Daten. Belohnung erteilt. Verarbeite. Agent Wanderer. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Tja, ich bin hier. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Ham. Prädiktive Analysemaschine. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person, ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Aber mein Kommen hast du nicht vorhergesagt. Das ist korrekt. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Wie ungenau bist du denn? Je kleiner die Gruppe und je größer der Zeitraum, desto ungenauer werde ich. Aber alle Vorhersagen werden durch das menschliche Element beeinflusst. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage, was ist ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Kryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Pam! Analysiere.
Das kommt raus. Was zum? Knapp, wissen Sie. Nagel sie fest. Hab ich dich. Oh no, was ist heute los? Da mal ganz unruhig. Du gibst nicht auf, was? Nee. Doch, muss gelootet werden. Vorher gebe ich nicht auf. Den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Weiß ich nicht. Ich erwische, bist du tot. Wie war das mit dem Tod? Ich glaube, das Arschloch benutzt ein Stealth Boy.
Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Was für ein Schisser? Nein, hat keinen Sinn mehr weiter zu suchen. Schwachkopf, kannst froh sein, dass ich auf dich aufpasse. Mal wieder in den Griff. Ich weiß, dass du hier bist. Ehrlich. I find you. You're done for. Ich muss eine Gehirnerschütterung. Ab mit der Hand. Jack wird dich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Cool. Wie machst du das? Ich schaffe es kaum, mit meinem was zu speichern. Das gefällt dir auch, ne? Was da ein Kultscheiß kommt. Den könnte ich knacken. Thank you.
Und jetzt, hier kommt eine... Grafikfehler gibt es immer noch. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Hast Glück, dass du in der Nähe des großen grünen Juwels bist.
sich das Luca World nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat, kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um $15 Ermäßigung zu erhalten. Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch geht. Der Nuka-Express ist über das Nuka World Transit Zentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderungen zum Ende der Saison vorbehalten. Nuka World, Nuka Express und die Nuka Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka Cola Corporation. Guck nicht. Getroffen zu haben. Für die Bruderschaft. Sichtkontakt verloren. Ah ja, gerade schön. Kontakt verloren. Geschafft. Kommen Sie rein, werte Dame. Können Sie rausgucken.
Neighbor, was? Willst du Hai oder erstochen werden? Übernehmen. Cleo. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Klar, ich schau's mir an. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein... Ja, ich schau mal, was du hast. Eine Waffe für jeden. Verkauft sich in Good Neighbor gerade am besten. Jet, Psycho, Mantets. Was verkauft sich? Keine Ahnung. Lebensmittel. Hast du welche? Vielleicht habe ich was dabei. Ja, hier. Ich denke, 50% gehören mir. Uns einfach nicht. Wir schauen uns nur um. Talkchen. Hallo. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Dann lässt es halt bleiben. Oh, du bist nicht Irma. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Ja, richtig. Ist schlimm da draußen. Es ist schwer an den guten Tagen, aber jetzt... Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst... Als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Ich war lange im Kryoschlaf. Bin gerade erst aufgewacht. Oh Mann, das ist irre. Du bist wie Mr. Abominable aus Folge 83. War er nicht ein Höhlenmensch? Ja, ganz genau. Er wurde in einem Eisberg vor dem Hafen gefunden. Junge, wenn du gerade aufgewacht bist, musst du dich auch erstmal an die Gegenwart gewöhnen. Dieses ganze Commonwealth ist ein einziger Albtraum. Ja, hier gibt's so viel Verbrechen und Gewalt. Wir bräuchten einen echten Helden. Ich hätte da mal eine Frage. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Schön, dass du versuchst, die Welt zu verbessern. Ich habe schon verrücktere Pläne gehört. Ich muss einfach etwas machen, weißt du? Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Was man nicht alles macht für umsonst.
erstmal. Pam braucht dich in ihrem Raum. Das ist eine Maschine, kein Mob. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Hey, du hast noch ein Schätzchen aufgebaut. Ja, her mit den leckeren Daten. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem. Gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nichts. Das braucht Zeit. Sag mal, was du so hast. Alles klar. Tom. Ich hab kurz gepennt und boom, da war's. In Ordnung. Auf deine mega krass... Ich schaue mir das Angebot mal an. Okay. Hier ist mein Angebot. Du solltest dich mal mit Radaway durchspüren, bevor dir die Haare ausfallen. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Jetzt gerade nicht. Tja, wenn du es dir anders überlegst. Schön, dich bei uns zu haben. Berechne. Anwesenheit des Instituts erhöht Entdeckungswahrscheinlichkeit auf allen Nordrouten um 52%. 52%? Das ist untragbar gefährlich. Wanderer, was hältst du davon, wieder zurück ins Gefecht zu müssen? Hm.
Das Gefecht und ich sind alte Freunde. Dann hast du dir den richtigen Beruf ausgesucht. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amari. Du hattest schon mit ihr zu tun. Aber vielleicht ist dir nicht klar, welche wichtige Rolle sie für uns spielt. Synths sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen, dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert. Und wir suchen nach Alternativen. Erzähl mir mehr über die Alternativen. Wir versuchen, einen anderen Weg zu finden, der an unseren Zielpunkt führt. Vielleicht... Pam, was wäre, wenn wir einen Weg durch Lexington nehmen? Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivitäten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt exponentiell zur Nähe zum Nexus. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Warum ist es Plan B, sie zu töten? Hervorragende Frage. Ein Angriff auf eine verschanzte Position des Instituts ist immer riskant. Ich möchte keinen unserer besten Agenten in Gefahr bringen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel, also gib dir Mühe. Schick mich, ich bin besser. Sprich mal mit Dr. Amari. Sie hat sicher mehr Infos zum Weg. Sealed.
Alle sind es am Boden. Arme, dreckige Kühe. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Die könnte ich zu. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Die könnte ich zu. Forschungszwecken gebrauchen. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Ich glaube, du holst dich wieder. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Ist das so ein Frauenproblem? Ständig unter Ruhe. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Die könnte ich zu. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Die könnte ich zu. Siehst du irgendwelche alten Ausgaben von Grognak der Barbar? Wilde Gule! Ehrlich. Aber Frittenbude. Also suchst nicht wieder euch eine Ausgabe. Könnten wir das Ding wohl ein wenig runterdrehen? Könnten wir das Ding wohl ein wenig runterdrehen? Dreckige Ghule. Wieso stecke ich ihn jetzt fest? Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Fragst du das nicht in jedem Haus?
Das Raumschiff müssen wir auch noch finden. Das wär's. Offenbar haben wir das geheim versteckte Silver Shroud entdeckt. Muss ich unbedingt mal gucken, was das für eine Mod ist. Offenbar haben wir das geheim versteckte Silver Shroud entdeckt. Haben wir das geheim versteckte Silver Shroud entdeckt. Offenbar haben wir Mädchen, ich hab's doch verstanden. Silver Shroud entdeckt. Offenbar haben wir das geheim versteckte Silver Shroud entdeckt. Das hab ich doch nur in die Backe gelegt. Offenbar haben wir das geheim versteckte Silver Shroud entdeckt. Ja, ich suche Comics. Ich habe aber keins, was du brauchst.
Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Mord auf dem Scully Square. Einfach diese Gasse hier entlang. Sieh an, sieh an. Da hat sich wohl jemand im falschen Stadtviertel verirrt. Ja, falsches Stadtviertel. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Das geht Sie nichts an. Am besten rufe ich ihn mal an. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Nicht so schnell, du Schnösel. Deine Brieftasche und den schicken Aktenkoffer, den du da hast. Her damit. Sofort. Ganz bestimmt nicht. Haben Sie auch nur den Hauch einer Ahnung von dem... Ach du meine Güte, musste das jetzt sein? Er hat unsere Gesichter gesehen, also ja. Willst du nochmal einsitzen? Also, sehen wir mal, was in dem flotten Koffer ist. Nichts, nur Papiere, kein Geld. Das ist wertlos. Och, schnapp dir seine Brieftasche. So ein feiner Pinkel muss doch was haben. Okay, okay, mal sehen. 20 Kröten, ein Führerschein. Oh Mann, das ging ja echt in die Hose. Weißt du, wer das ist? Wir haben gerade Bürgermeister Murphy umgelegt. Was? Den Bürgermeister Murphy? Aber was zum Geier hat er denn hier oben zu suchen? Auf dem Scully Square? Höchst mysteriös. Keine Frage. Wer hat das gesagt? Zeig dich! Ihr habt einen Mann kaltblütig ermordet. Ich muss Gerechtigkeit üben. Das ist Silver Shroud! Verschwinden wir von hier! Ich habe keine Angst vor Silver Shroud. Ja, ganz recht, komm raus. Und ich leg dich um, wie ich den Bürgermeister umgelegt habe. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich... Ich bin sein Vollstrecker! Ja! Nein! Mein Werk hier ist getan. Oder doch nicht? Was hat Sie zum Scully Square geführt, Bürgermeister Murphy? Eine Reise, an deren Ende Sie nun tot sind und Boston ohne Anführer. Wozu? Tritt aus den Schatten, Schurke, oder stell dich der Gerechtigkeit von Silver Shroud. Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute das Mysterium von Bürgermeister Murphy. Gib dich zu erkennen. Ganz langsam. Silver Shroud. Keine Furcht, alter Freund. Ich bin es nur. Herrin der Mysterien. Was führt dich in die unseren werten Bürgermeister Murphy beschattet, der Unfallschilde führte. Der Bürgermeister. Wer war es? In offiziellen Zukunft. Wohl kaum. Lass mich dir etwas zeigen. Den Inhalt des Aktenkoffers des verstorbenen Bürgermeisters. Aber das... Gesetzurkunden für die Maßgeschichte auf dem Scully Square. In der Fuß, mein übler Anklage. Offenbar war Bürgermeister Murphy am rechten Nein! Er wollte sich mit einem geheimnisvollen Gaunert treffen.
Ich frage also, mich, ob das bei anderen ist. Ich hoffe, Sie haben den Ort gefunden, an dem alles. Was zum Sinn? Und die Herrin der Mysterien? Und der Bürgermeister ist tot? Fetzak Fahey, der berüchtigte Mafia-Boss. Dich wollte Bürgermeister Murphy also treffen. Aber warum? Raus damit, dann lassen wir dich vielleicht leben. Hör besser auf meinen Freund, Fahey. Nie im Leben werde ich auspacken. Und ihr beiden übernehmt euch bei der Sache hier gewaltig. Wie du meinst. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein... Vollstrecker? Vollstreck das hier, Gutmensch. Bis später, ihr Pfeifen. Nichts mehr zu sehen. Silver Shroud, er hat dich angeschossen. Oh, nur ein Streifschuss. Wir müssen ihn verfolgen. Nein. Fürs Erste lassen wir ihn entkommen. Diese Kugel muss entfernt werden. Und du blutest. Stark. Muss zurück in mein... Ruhig, mein stoischer Shroud. Ich bringe dich zu meinem Gemach. Es ist in der Nähe und diese Schusswunde ist schlimm. Das Gemach. Es ist so lange her. Das ist es tatsächlich, alter Freund. Alter, Geliebte. Das ist es tatsächlich. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute im Gemach der Mysterien. Jasmin, Camille, Schmerz, Ekstase, das kann nur... Das Gemach der Mysterien sein. Sei still, süßer Shroud. Ich habe die Kugel dieses Killers entfernt, aber du hast noch immer Fieber. Herrin der Mysterien, nein, mir geht es gut. Aber der Bürgermeister und Fetzak Fahey, wir sind da über eine finstere Verschwörung gestolpert, alte Freundin. Ha! Nein, mein Herzblatt. Der Shroud stolpert. Die Herrin hält die Fäden in der Hand. Ich wusste schon seit Tagen von den Betrügereien des Bürgermeisters. Ich bin ihm zu diesem schicksalsträchtigen Treffen mit Fetzak Fahey gefolgt. Ich wollte... Achtung! Silver Shroud und Herrin der Mysterien! Hier spricht Polizeichef Corcoran vom Polizeidezernat Boston. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Ihr beide werdet im Zusammenhang mit dem Mord an Bürgermeister Murphy gesucht. Kommt mit erhobenen Händen raus! Offenbar haben wir den Schauplatz des Golem-Mordes zeitlich unglaublich ungünstig verlassen. Welch ein unglücklicher und unerwarteter, unangenehmer Umstand, dass wir uns jetzt den Zorn von Bostons Besten zugezogen haben. Vielleicht unerwartet für uns, aber vielleicht nicht für Fetzak Fahey. Langsam durchschaue ich seinen üblen Plan. Ah, verdammte Schusswunde! Hör zu, Helden! Wir können das klären! Kommt heraus, unbewaffnet! Ich sorge dafür, dass ihr die besten Anwälte der Stadt bekommt! Leider kann uns meiner Meinung nach jetzt nicht einmal der abgebrühteste Anwalt noch helfen. Du hast recht, Herrin. Wir müssen dein Gemach verlassen und der Polizei entfliehen. Unsere Namen reinwaschen und Fahey zur Strecke bringen. Das reicht jetzt! Wir kommen rein! Silver Shroud, Herrin der Mysterien! Hier spricht die Polizei von Boston! Hände hoch! Polizeichef Corcoran! Ich bin der Vollstrecker des Todes! Aber du hast meine schreckliche Rache nicht verdient! Überdenke das hier um meiner Willen! Halt, oder wir schießen! Feuer frei, Männer!
Verdammt nochmal! Wo kommt denn dieser Nebel her? Moment, er verzieht sich. Polizeichef, die sind weg. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen, Officer Leibowitz. Was für ein Glück. Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus in der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Fetzer Face Größenwahn. Komm mit, Puppe. Hier rein, dann sind wir da. Wow, Pauly. Ich war noch nie in einem geheimen Gangsterversteck. Was zum... Pauly, du Blödmann! Was soll das denn? Du bringst ein Mädel in unser Versteck? In mein Versteck? Ah, entspann dich, Boss. Die ist in Ordnung, nicht wahr? Wendy? Cindy? Candy. Und ja, natürlich bin ich in Ordnung. Ich bin nur ein junges, dummes Mädchen, das in einen hübschen, gefährlichen Mann verliebt ist. Ach du meine Güte. Okay, das Mädchen kann bleiben. Aber mach die Tür zu. Das Letzte, was wir hier brauchen können, ist... Dass der Silver Shroud in euer finsteres Versteck eindringt? Heilige Cannoli! Das ist der Schrecken des Schattens! Der eiskalte Ermittler! Der finstere Vergelter! Pauly, du Idiot, das war ein Trick! Das ist keine normale Lady! Ganz recht, du Capo der Kriminellen. Denn ich bin nicht Candy, die bezaubernde Begleiterin. Ich bin die Herrin der Mysterien. Ich habe Paulys schäbige Sinne verschleiert, um Zutritt zu deinem Versteck der Verderbtheit zu erlangen. Tut mir leid, Boss. Ich hatte ja keine Ahnung. Dein Fehler ist unser Gewinn. Pauly, nicht wahr? Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Pauly, nein! Okay, hör zu. Was auch immer du willst, Silver Shroud, ich tu's. Aber lass mich bitte am Leben. Wie feige und vorhersehbar. Im Angesicht der Angst wird der überhebliche Übeltäter. Oh, ihr beiden Verbrechensbekämpfer. Ich lach mich tot. Und mich vorhersehbar nennen. Euch fällt auch nie was Neues ein, oder? Wieso so erheitert, Faye? Ich, Silver Shroud, habe dich gestellt und in meiner Gewalt. Und dennoch dieses irre Gelächter. Nicht das Verhalten, das ich von einem kriminellen Genie erwarten würde. Ja, da hast du recht. Kriminelles Genie? Ich? Junge, du bist so blöd, wie dein Outfit aussieht. Ich bin in diesem Spiel nur eine Marionette. Kapierst du? Mein Meister, mein wahrer Meister, zieht die Fäden. Du meinst... Ganz recht, Herrin. Das hier war alles nur ein gewaltiges Ablenkungsmanöver. Während wir uns hier so nett unterhalten haben, war mein Bock... Ich hab dein Kostüm kennt und ein paar Extras, die dir gefallen könnten. Da ist es. Prachtvoll wie auf den Plakaten. Das Silver Shroud Kostüm, wie es leibt und lebt. Und Fanartikel auch? Du bist was Besonderes. Zusammen mit meiner Waffe ist jetzt alles bereit. Hier, bitte. Nach so vielen Jahren ist Silver Shroud wieder da. Aber da ist noch ein Problem. Ich bin einfach nicht wie Silver Shroud gebaut. Ich könnte Red Reinhardt oder sein Butler Jarvie Blake sein. Shroud ist stark.
geschickt. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich habe eine bessere Idee, wer es tragen sollte. Bist du bereit, Silver Shroud zu spielen? Du hast deine eigene Herkunftsgeschichte und alles andere auch. Das mit dem Cryo Vault und so. Warum ich? Du hast mir geholfen, als mich alle anderen ausgelacht haben. Und du stammst aus den alten Tagen, so wie ich. Du weißt, wie viel zerstört wurde, wie sehr wir kämpfen müssen, um alles wieder aufzubauen. Bist du dabei? Sieht so aus, als wäre ich perfekt geeignet. Das Kostüm und die Knarre gehören dir. Du sorgst in God Neighbors Straßen für Ordnung und ich gebe dir per Radio alle Verbrechen durch. Hier sind ein paar Visitenkarten. Wenn du für Recht und Ordnung gesorgt hast, musst du sie zurücklassen. Dann wissen alle, dass Silver Shroud zurück ist. Auf in den Kampf gegen das Verbrechen! Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute im Versteck des Roboters. An alle Silver Shroud-Fans, eine einmalige Ankündigung. Silver Shroud kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreien. Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selmy samt ihrem Kind ermordet hat, wegen ein paar lausiger Kronkorken. Der Tod ist hinter dir her, Wayne. Galaxy! Hab gehört, dass du den Freedom Trail anmarschiert bist. Was, bist du so ein... Wenn das Böse die Straßenbosses heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute die Demaskierung des Mechanisten. Weg! Aufgehängt über einer Feuergrube. Erinnert mich an unser Abenteuer gegen den... Zermalmer von Chelsea, nicht wahr, Herrin? In der Tat standhafter Shroud. Aber dieser missgestaltete Mörder war nur ein Mäuschen, verglichen mit der miesen Mentalität des Mechanisten. Miese Mentalität, ja? Nein, Herrin der Mysterien. Was du als böse siehst, ist in Wahrheit Erleuchtung. Nur ich, der Mechanist, verstehe wirklich das Übel der Menschheit. Das Fleisch ist schwach. Metall ist die Zukunft von Massachusetts. Die einzige Zukunft, die du hast, ist ein langer Schlaf in einem tiefen Loch, Mechanist. Ich kann's nicht
Für mich bist du nur ein zweitklassiger Gauner mit Größenwahn. Und übrigens, mit dieser billigen Verkleidung machst du niemandem etwas vor. Du bist unmenschlich. Bleib von meinem Fleisch weg, Junge. Wo willst du der Nächste sein? Blicke gen Himmel und sieh. Unser neuer Freund, der Kopf des körperlosen Bots. Hörst du Radio? Jemand will dich tot sehen. Soll das eine Drohung sein? Willst du mir etwa drohen? Das war dein letzter Fehler, Arschloch. Du willst dich mit mir... Unseres Meisters, des Mechanisten, werden sie jetzt vernichtet. Vernichtet. Und das war der letzte von denen. So, Mechanist. Wo ist dieser üble Bösewicht denn hin? Hey, silberner Gutmensch, ich bin's, der Kopf. Ganz recht, hier oben, im Gebälk. Ich bin dein Auge am Himmel. Ich habe gesehen, wohin der Mechanist gelaufen ist. Er ist in seinem Büro. Die Treppe hoch. Gut gemacht, kluger Kopf. Dank deiner endlich edlen Einstellung sind wir jetzt Verbündete. Silver Shroud, ihm nach? Ihm nach. Halt, auf der Stelle. Keinen Schritt näher. Ihr habt vielleicht meine Roboterkinder besiegt, aber jetzt setze ich eure eigene Waffe gegen euch ein. Silver Shroud, er hat deine Silberflinte, dein über alles geschätztes Gewehr. Das hat er, Herrin, das hat er. In Ordnung, Mechanist. Du bist am Zug. Schieß, wenn du dich traust. Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet, Silver Shroud? Wenn du und deine Hure Geschichte seid, kann das Zeitalter der Roboter wahrlich beginnen. Und jetzt stirb. Hey, wie soll ich das reinlegen? Zwei Orangen. Silver Shroud, die Kugeln. Sie sind abgeprallt. Von deinem Kostüm quergeschlagen. Zurück auf... Den Mechanisten. Ganz recht, Herrin. Was wäre ich bitte für ein Verbrechensbekämpfer, wenn ich nicht selbst ein paar Mysterien parat hätte? Die Silberwaffe des Silver Shroud kann dem Silver Shroud nichts anhaben. Das ist also das Ende. Ich wollte doch nur ein besseres Leben. Ein besseres Commonwealth, frei vom Gezänk der Menschheit. Jetzt kennen wir den Grund, aber nicht den Übeltäter. Standhafter Shroud, demaskiere ihn und zeig uns den Menschen hinter dem Metall. Ja, höchste Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Wer ist der Mechanist? Bei den Strahlen von Ra. Der Mechanist ist niemand anderes als... Bürgermeister Murphy! Natürlich. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Mein Tod in dieser Gasse. Nur ein Trick. Das war... nur einer meiner Roboter. Aber... da ich tot war... Konnten Sie aus Ihrem kleinen Hobby einen Vollzeitplan machen? Und die Immobiliendokumente? Ein teuflischer Trick. Ein bösartiger Betrug. Alles nur, um uns auf die falsche Fährte zu locken. Ja, ein genialer Plan. Und
Ihr habt alles kaputt gemacht. Aber was passiert jetzt? Ich brauche einen Arzt, einen Rettungswagen. Standhafter Shroud. Kann das sein? Kann der misanthropische Mechanist tatsächlich nicht sein Ende erahnen? Mein Ende? Welches Ende? Der Tod wird dich holen, Bürgermeister Murphy. Und ich bin sein Vollstrecker. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Mord auf dem Scully Square. Einfach diese Gasse hier entlang. Sieh an, sieh an. Da hat sich wohl jemand im falschen Stadtviertel verirrt. Ja, falsches Stadtviertel. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Das geht Sie nichts an. Am besten rufe ich ihn mal an. Geh dorthin. Warte da. Achte nicht auf die Unordnung. Nicht so schnell, du Schnösel. Deine Brieftasche und den schicken Aktenkoffer, den du da hast. Her damit. Hey. Sofort. Hey, ich bin dann hier. Ganz bestimmt nicht. Haben Sie auch nur den Hauch einer Ahnung von dem... Ach du meine Güte. Musste das jetzt sein? Er hat unsere Gesichter gesehen. Also ja. Willst du noch mal einsitzen? Also, sehen wir mal, was in dem flotten Koffer ist. Nichts. Nur Papiere. Kein Geld. Das ist wertlos. Ach. Schnapp dir seine Brieftasche. So ein feiner Pinkel muss doch was haben. Okay, okay, mal sehen. 20 Kröten, ein Führerschein. Oh Mann, das ging ja echt in die Hose. Weißt du, wer das ist? Wir haben gerade Bürgermeister Murphy umgelegt. Was? Den Bürgermeister Murphy? Aber was zum Geier hat er denn hier oben zu suchen? Auf dem Scully Square. Höchst mysteriös. Keine Frage. Wer hat das gesagt? Zeig dich! Ihr habt einen Mann kaltblütig ermordet. Ich muss Gerechtigkeit üben. Das ist Silver Shroud! Verschwinden wir von hier! Ich habe keine Angst. Was gibt's denn zu tun? Komm schon. Na klar. Ja, ganz recht. Komm raus. Schau dich um. Und ich leg dich um, wie ich den Bürgermeister umgelegt habe. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und aufgepasst. Was kann ich für dich tun? Position halten. Verstanden. Ich gehe keinen Schritt. Nein! Mein Werk hier ist getan. Oder doch nicht? Was hat Sie zum Scully Square geführt, Bürgermeister Murphy? Eine Reise, an deren Ende Sie nun tot sind und Boston ohne Anführer. Wozu? Tritt aus den Schatten, Schurke! Oder stell dich der Gerechtigkeit von Silver Shroud! Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute das Mysterium von Bürgermeister Murphy.
dich zu erkennen. Ganz langsam. Silver Shroud. Keine Furcht, alter Freund. Ich bin es nur. Herrin der Mysterien. Was führt dich in einer so üblen Nacht auf den Scully Square? Ich habe unseren werten Bürgermeister Murphy beschattet, der Unheil im Schilde führte. Der Bürgermeister? Er war also nicht in offizieller Funktion hier. Wohl kaum. Hier, lass mich dir etwas zeigen. Den Inhalt des Aktenkoffers des verstorbenen Bürgermeisters. Aber das sind Immobilienpapiere. Hypothekenbriefe und Besitzurkunden für die meisten Geschäfte auf dem Scully Square. In der Tat, mein edler Ermittler. Offenbar war Bürgermeister Murphy an recht miesen Machenschaften beteiligt. Er wollte sich hier mit einem anderen geheimnisvollen Gauner treffen. Also, Herr Bürgermeister, ich hoffe, Sie haben den Ort gefunden, an dem alle... Was zum Silver Shroud? Und die Herrin der Mysterien? Und der Bürgermeister ist tot? Fetzak Fahey, der berüchtigte Mafia-Boss. Dich wollte Bürgermeister Murphy also treffen. Aber warum? Raus damit, dann lassen wir dich vielleicht leben. Hör besser auf meinen Freund, Fahey. Nie im Leben werde ich auspacken. Und ihr beiden übernehmt euch bei der Sache hier gewaltig. Wie du meinst. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein... Vollstrecker? Vollstreck das hier, Gutmensch. Bis später, ihr Pfeifen. Silver Shroud, er hat dich angeschossen. Oh, nur ein Streifschuss. Wir müssen ihn verfolgen. Nein. Fürs Erste lassen wir ihn entkommen. Diese Kugel muss entfernt werden. Und du blutest. Stark. Muss zurück in mein... Ruhig, mein stoischer Shroud. Ich bringe dich zu meinem Gemach. Es ist in der Nähe und diese Schusswunde ist schlimm. Das Gemach. Es ist so lange her. Das ist es tatsächlich, alter Freund. Alter, Geliebter. Das ist es tatsächlich. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News. Später noch mal. Okay. Was? Sag einfach Bescheid. Und los. Ja. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute im Gemach der Mysterien. Jasmin, Kamille, Schmerz, Ekstase, das kann nur... Das Gemach der Mysterien sein. Sei still, süßer Shroud. Ich habe die Kugel dieses Killers entfernt, aber du hast noch immer Fieber. Herrin der Mysterien, nein, mir geht es gut. Aber der Bürgermeister und Fetzak Fahey, wir sind da über eine finstere Verschwörung gestolpert, alte Freundin. Ha, nein, mein Herzblatt. Der Shroud stolpert. Die Herrin hält die Fäden in der Hand. Ich wusste schon seit Tagen von den Betrügereien des Bürgermeisters. Ich bin ihm zu diesem schicksalsträchtigen Treffen mit Fetzak Fahey gefolgt. Ich wollte... Achtung! Silver Shroud! Gibt's einen Grund, mich zu stören? Ich musste gerade einen Synth-Körperdieb erschießen. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Er war ein Synth? Ja, unfassbar, oder? Sammy ging's bis vor ein paar Tagen gut und dann das. Er verhält sich komisch, hört auf zu rauchen, zu trinken und seine Frau zu betrügen. Ich meine, er war kein Heiliger, aber er war er selbst, okay? Das Institut hat kein Recht, ihn durch einen Synth-Doppelgänger zu ersetzen. Wir müssen jetzt für Ordnung sorgen. Bleib lieber bei deinen Leuten, ja? Aber vielleicht nicht für Fetzak Fahey. Langsam
durchschaue ich seinen üblen Plan. Nicht zu fassen, dass er geschnappt wurde. Schusswunde. Hör zu, Helden. Wir können das klären. Kommt heraus, unbewaffnet. Ich sorge dafür, dass ihr die besten Anwälte der Stadt bekommt. Leider kann uns meiner Meinung nach jetzt nicht einmal der abgebrühteste Anwalt noch helfen. Du hast recht, Herrin. Wir müssen dein Gemach verlassen und der Polizei entfliehen. Unsere Namen reinwaschen und Fehi zur Strecke bringen. Das reicht jetzt. Wir kommen rein. Silver Shroud! Hey, Takahashi. Nani shimasu ka? Komma, shimasu. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Nur Waren von höchster Qualität. Aber kein Öl.
Ich werde dich finden! Hast Angst, Alter? Solltest du auch haben! Ich bilde mir wohl schon Dinge ein. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Meiner. Was? Komm raus! Dann mach ich's kurz. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schlitten. Unfassbar, dass sie mir nur einen halben Anteil geben. Die Bande ist noch verkommener als die letzte. Hey! Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kuhle. Krieg die mal wieder in den Griff.
Was wird das sein? Wohl nichts gewesen. Wir sind hier nicht allein. Was meinst du, was das war? We're all just doing what we have to, huh?
Wie passt du denn überhaupt da rein? Bei der Arbeit am Mila-Projekt darf man keine Höhenangst haben. Es könnten noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Oder wir gehen einfach shoppen. Gibt es was Neues von Mila? Pam ist wie ein Leuchtender in einem Krater und saugt alle Daten von Milas Kameras auf. Die Atmosphärensensoren haben nichts empfangen. Noch nichts. Das braucht Zeit. Ich muss gehen. Reicht hast du. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Hey, Doc. Dann sind nämlich auch wir dran. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Unglaublich, dass Des dich unserem Hauptquartier zugewiesen hat. Tja, ich habe meinen Hals riskiert, um euren Prototyp zurückzuholen. Wie dem auch sei. Eigentlich solltest du nicht hier sein. Es geht nicht um Kompetenz, sondern ganz einfach um Sicherheit. Mich beitreten zu lassen ist ein Risiko. Aber ihr werdet noch froh darüber sein. Wir werden sehen. Da du jetzt einer von uns bist, können wir dich auch am Leben halten. Wenn du verarztet werden musst, komm vorbei. Was für ein Doktor bist du? Das muss wirklich nicht jeder wissen. Ich versichere dir aber, ich kann alle Krankheiten und Wunden behandeln, die bei dir auftreten könnten. Ein guter Rat noch. Sei bereit zu improvisieren. Die Einsatzbefehle sind mitunter etwas sparsam. Du bist offensichtlich einer der intelligentesten hier. Was meinst du damit? Dass Desdemona Leute begeistern kann, daran zweifelt niemand. Strategie ist aber nicht unbedingt ihre Stärke. Beim Planen einer Mission kann professionelle Distanz von unschätzbarem Wert sein. Und das kommt von jemandem wie dir. Als rangmäßig dritthöchstes Mitglied unserer Organisation habe ich die Ehre, an der Planung unserer Missionen teilzunehmen. Aber mein Rat wird nicht immer befolgt. Konzentrier dich auf das Ziel. Alles andere ist nur Ablenkung. Viel Glück. Nimm den Hintereingang. Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Entschuldigung? Ich hoffe, du ziehst diesen gepanzerten Behemoth auf verdeckten Missionen aus. Desdemona. Sprich mal mit Dr. Amari. Sie hat sicher mehr Infos zum Weg. Geh davon aus. Dass du da oben wartet wirst. Immer.
Aluminium. Wir haben gerade viele Sünds im Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Na, heul noch rum. Tüfteltom ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Lass mal Tüfteltom sein. Na, was ist los? Das dauert so lange. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßenbossens heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Fetzer Face Größenwahn. Komm mit, Puppe. Hier rein, dann sind wir da. Wow, Pauly. Ich war noch nie in diesem geheimen Gangster-Versteck. Was zum... Pauly, du Blödmann. Was soll das denn? Du bringst ein Mädel in unser Versteck? In mein Versteck? Ah, entspann dich. Was? Die ist in Ordnung, nicht wahr? Wendy? Cindy? Candy. Und ja, natürlich bin ich in Ordnung. Ich bin nur ein junges, dummes Mädchen, das in einen hübschen, gefährlichen Mann verliebt ist. Ach du meine Güte. Okay, das Mädchen kann bleiben. Aber mach die Tür zu. Das Letzte, was wir hier brauchen können, ist... Dass der Silver Shroud in euer finsteres Versteck eindringt? Heilige Cannoli! Das ist der Schrecken des Schattens! Der eiskalte Ermittler! Der finstere Vergelter! Pauly, du Idiot, das war ein Trick! Das ist keine normale Lady! Ganz recht, du Capo der Kriminellen. Denn ich bin nicht Candy, die bezaubernde Begleiterin. Ich bin die Herrin der Mysterien. Ich habe Paulys schäbige Sinne verschleiert, um Zutritt zu deinem Versteck der Verderbtheit zu erlangen. Tut mir leid, Boss! Ich hatte ja keine Ahnung! Ja. Dein Fehler ist unser Gewinn. Pauly, nicht wahr? Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Pauly, nein! Okay, okay, hör zu. Was auch immer du willst, Silver Shroud, ich tu's. Aber lass mich bitte am Leben. Wie feige und vorhersehbar. Im Angesicht der Angst wird der überhebliche Übeltäter. Oh, ihr beiden Verbrechensbekämpfer. Ich lach mich tot. Und mich vorhersehbar nennen. Euch fällt auch nie was Neues ein, oder? Wieso so erheitert, Fee? Ich, Silver Shroud, habe dich gestellt und in meiner Gewalt. Und dennoch dieses irre Gelächter.
Nicht das Verhalten, das ich von einem kriminellen Genie erwarten würde. Cool. Ja, da hast du recht. Kriminelles Genie? Ich? Junge, du bist so blöd, wie dein Outfit aussieht. Ich bin in diesem Spiel nur eine Marionette. Kapierst du? Mein Meister, mein wahrer Meister, zieht die Fäden. Du meinst... Ganz recht, Harry. Das hier war alles nur ein gewaltiges Ablenkungsmanöver. Während wir uns hier so nett unterhalten haben, war mein Boss in deinem Gemach. Er hat sich die Urkunden zurückgeholt, die du aus dem Aktenkoffer des Bürgermeisters gestohlen hast. Hinterhältiger Hund! Ihr entweiht mein geheiligtes Gemach. Dafür lehre ich dich leiden. Spüre das Schwert von Bastet! Herren, nein! Wir brauchen ihn lebendig! Ha! Keine Chance! Ich war nämlich von Anfang an noch nie lebendig. Bei den Schatten, Fetzak Fehi, er ist ein Roboter. Wow! Du bist aber ein Meisterdetektiv. Zu schade, dass deine Karriere als Verbrechensbekämpfer jetzt endet. Mafia-Wurz! Angriff! Mafia-Roboter, sie greifen aus allen Richtungen an. Nicht einmal Silver Shroud kann töten, was nicht lebendig ist. Täusch dich da mal nicht, Herrin. Täusch dich da mal nicht. Ja! Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus in der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute im Versteck des Roboters. Geschafft. Das waren alle. Wir haben die Mafia-Bots von Fetzak Fehi zurück in die mechanische Hölle geschickt, die sie ausgespuckt hat. Ganz richtig, mein hitzköpfiger Held. Und nein, sie waren höllische Roboter. Ja, aber nicht die von Fetzak Fehi. Er selbst hat es uns ja erklärt. Jemand anderes ist in Wahrheit... Der Meister hinter all dem. Du hast recht. Aber wir... Wertester Herr der Mysterien, wir beide kämpfen seit Jahren gegen die Schurken von Boston. Das hier ist jemand, den wir noch nicht kennen. Gewiss, aber welcher kriminelle Könner hat das weitreichende Wissen zum Bau solcher Uhrwerk-Unholde? Ich weiß nicht... Ihr wisst gar nichts. Da hast du recht. Aber ich schon. Und ich werde es euch auch verraten. Unter einer Bedingung. Bei den Schattenstraßen von Southie. Einer der Köpfe der Mafia-Bots kann noch reden. Oh, auf deinen Lasten kannst. Ich spüre meine Beine nicht mehr, weil du mich echt zerlegt hast, Shroud. Aber mein Mund ist noch ein Ruf. Verwende ich ihn auch, um ruhig zu sagen, wo der große Boss ist. Die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Damit ich zusehen kann, wie er den Mistkerl erledigt. Und was hat er denn je für mich getan? Okay, er hat mich erschaffen. Tolle Nummer. Ein Vater, der seine Kinder zum Sterben schickt. Silver Shroud, ich spüre, dass dieser mechanische Missetäter die Wahrheit sagt. Soll ich... Mit deinem Schwert von Bastet dem Mafia-Bot den Kopf abschlagen? Tu es. Ah, süße Freiheit! Danke, Puppe! Also raus damit! Wer ist dein Schöpfer? Welcher Marionettenmeister hält deine Kabel in der Hand? Sprich!
Du enthauptetes elektronisches Ekel! Ah, wo wäre denn da der Spaß? Das müsst ihr euch schon selbst ansehen. Los, Bewegung! Ab zum großen Lagerhaus unten bei 412. Gut, du amoralischer Automat. Los geht's. Eine mondlose Nacht und ein unbewachtes Oberlicht. Genau das, was wir für die Infiltration dieser Lagerhalle brauchen. Ja, und unser Ausblick von oben ist optimal. Denn die Versammlung unter uns ist extrem extravagant. Roboter, Dutzende, in allen Formen und Größen. Und auf dem Podium, ihr Anführer, ebenfalls ein Roboter. Nein, kein Roboter, ein Mensch in einem Roboterkostüm. Psst, Klappe, ihr Dumpfbacken. Die Roboter hören verdammt gut. Wollt ihr, dass die uns erwischen? Hört jetzt gut hin, der Boss hält eine Rede. Meine Roboterkinder, meine glorreiche Schöpfung, heute beginnt ein neues Zeitalter. Zu lange schon zerstört der menschliche Abschaum von Osten diese wunderschöne Stadt. Galaxy News Radio, 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute die Demaskierung des Mechanisten. Angeblich steht Diamond City unter Kontrolle des Widerstands. Und? Hallo. Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Oh. Hey. Noch ein Mila aufgebaut, der Daten sendet. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt. Wenn du Zeit hast. Wenn du was für unterwegs brauchst, der Laden hat geöffnet. Vielleicht später. Wie du willst, mein Freund. Also schon mal gepreisten. Preiswurst. Galaxy News Radio. Wenn das
das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Mord auf dem Scully Square. Einfach diese Gasse hier entlang. Sieh an, sieh an. Da hat sich wohl jemand im falschen Stadtviertel verirrt. Ja, falsches Stadtviertel. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Das geht Sie nichts an. Am besten... Oh, crap. You're not gonna kill me, are you? Bitte entschuldigen. Who are you? Nobody. Just a scaffold neighbor. Try and find shit to sell. I'd make for a terrible slave and... Wait. You're not gonna kill me? Oh, thank God. That's a load off my mind. I've got a great place you could set up permanently. Interested? Wow, you mean it? Well, in that case, just tell me where to start. Das ist wertlos. Ach, schnapp dir seine Aufgepasst. Hm? So ein feiner Pinkel muss doch was haben. Okay, okay, mal sehen. 20 Kröten, ein Führerschein. Oh Mann, das ging ja echt in die Hose. Weißt du, wer das ist? Wir haben gerade Bürgermeister Murphy umgelegt. Was? Den Bürgermeister Murphy? Aber was zum Geier hat er denn hier geholt? Ich muss Gerechtigkeit üben. Das ist Silver Shroud! Verschwinden wir von hier! Ich habe keine Angst vor Silver Shroud. Ja, ganz recht, komm raus. Und ich leg dich um, wie ich den Bürgermeister umgelegt habe. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Mein Werk hier ist getan. Oder doch nicht? Was hat Sie zum Scully Square geführt, Bürgermeister Murphy? Eine Reise, an deren Ende Sie nun tot sind und Boston ohne Anführer. Wozu? Tritt aus den Schatten, Schurke! Oder stell dich der Gerechtigkeit von Silver Shroud! Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in dem Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute das Mysterium von Bürgermeister Murphy. Gib dich zu erkennen, ganz langsam. Silver Shroud. Keine Furcht, alter Freund. Ich bin es nur. Herrin der Mysterien, was führt dich in einer so üblen Nacht auf den Scully Square? Ich habe unseren werten Bürgermeister Murphy beschattet, der Unheil im Schilde führte. Der Bürgermeister? Er war also nicht in offizieller Funktion hier. Wohl kaum. Hier, lass mich dir etwas zeigen. Den Inhalt des Aktenkoffers des verstorbenen Bürgermeisters. Aber das sind Immobilienpapiere, Hypothekenbriefe und Besitzurkunden für die meisten Geschäfte auf dem Scully Square. In der Tat, mein edler Ermittler. Offenbar war Bürgermeister Murphy an recht miesen Machenschaften beteiligt. Er wollte sich hier mit einem anderen geheimnisvollen Gauner treffen.
Also, Herr Bürgermeister, ich hoffe, Sie haben den Ort gefunden, an dem alle... Was zum Silver Shroud und die Herrin der Mysterien und der Bürgermeister ist tot? Fetzer Fahey, der berüchtigte Mafia-Boss. Dich wollte Bürgermeister Murphy also treffen. Aber warum? Raus damit, dann lassen wir dich vielleicht leben. Hör besser auf meinen Freund, Fahey. Nie im Leben werde ich auspacken. Und ihr beiden übernehmt euch bei der Sache hier gewaltig. Wie du meinst, der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein... Vollstreck das hier, gut Mensch. Bis später, ihr Pfeifen. Silver Shroud, er hat dich angeschossen. Oh, nur ein Streifschuss. Wir müssen ihn verfolgen. Nein, fürs Erste lassen wir ihn entkommen. Diese Kugel muss entfernt werden. Und du blutest. Stark. Muss zurück in mein... Ruhig, mein stoischer Shroud. Ich bringe dich zu meinem Gemach. Es ist in der Nähe. Geschafft. Diese Schusswunde ist schlimm. Das Gemach. Es ist so lange her. Das ist es tatsächlich, alter Freund. Alter, Geliebter. Das ist es tatsächlich. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Ja, huhu, was los? Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute im Gemach der Mysterien. Ja. Jasmin, Kamille, Schmerz, Ekstase. Das kann nur das Gemach der Mysterien sein. Sei still, süßer Shroud. Ich habe die Kugel dieses Killers entfernt, aber du hast noch immer Fieber. Herrin der Mysterien, nein, mir geht es gut. Aber der Bürgermeister, Fetzak Fahey, wir sind da über eine finstere Verschwörung gestolpert, alte Freundin. Ha, nein, mein Herzblatt. Der Shroud stolpert. Die Herrin hält die Fäden in der Hand. Ich wusste schon seit Tagen von den Betrügereien des Bürgermeisters. So. Ach, nur so ein Dummfinger wie so ein Bürgermeister. Was willst du schon wieder? Dickens Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Ja. So, warum gehst du da nicht hin? Hi. Der letzte Mila sendet brauchbare Daten aus dem Commonwealth. Der letzte. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem. Wie viel muss ich von dir da noch hinstellen? Das soll der letzte sein jetzt. Sag mal, was du so hast. Alles klar. Wir sind alles, was die Synths haben.
Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Na Gott sei Dank. So, und hier ist erstmal Schluss für heute. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Was? Ja, ich lasse euch jetzt allein. Und? Ja. Glaubst du, das hält nicht auf?